Jo Leute, Mo 86 hier am Start. Und zwar die Ereignisse überschlagen sich sozusagen. Mastak hat sein ekelhaftes, abscheuliches Gesicht gezeigt. Da kommt einem wirklich nur mehr das Kotzen. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur. Er sagt ja, er macht eine Stunde 40 Reaction, wo er spekuliert, anscheinend nicht weiß, ob fake ist oder nicht. Und auf der anderen Seite präsentiert er jetzt, ich habe alles gewusst und das und das. Nutzt du wirklich so ein ernstes Thema wie Kinderschutz aus für deine Interessen? Ist dir das so scheißegal, wenn du da deine Anweisungen bekommst und gelenkt wirst und gesteuert wirst, was jeder schon mitbekommen hat? Außer 12-Jährige kannst du niemanden verarschen, okay? Und bei Isa, ich weiß nicht, ob er sich da nicht ausdrücken kann oder was auch immer, da müsst ihr Isa fragen. Oder Ali Osman, die werden sicherlich dazu Stellung beziehen. Und ich kann nur sagen, Mastak, du bist Abschaum, du bist Dreck. Wie kannst du sowas nicht leaken, wenn du davon überzeugt bist? Entweder du hast es aus dem Zusammenhang gerissen, was du selber weißt, oder du bist so ein ekelhafter, abscheulicher Mensch, dass du sogar jemanden noch weiter als Pädophilen abstempeln lässt und so weiter. Und dann sozusagen bei so einem ernsten Thema das nicht liegst und sozusagen da das weiterlaufen lässt und eine Stunde 40 deine ganze Community anlügst. Du sagst das selber, du lügst eine Stunde 40 deine eigene Community an. Du sitzt da eine Stunde 40 und redest drauf los. Okay? Ich bin mir sicher, Ali, Osman und Isa werden sich dazu äußern in naher Zukunft. Dann weiß man auch, warum das gesprochen worden ist, wie auch immer. Mir geht es hier in diesem Thema um Kinderschutz, okay? Ich habe da über viele Sachen hinweggesehen und so weiter, dass es ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Genauso ist das Thema zwei ungeborene Kinder, wenn die ermordet werden, ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Und der Mastak ist ein ekelhafter Mensch, dass er für ein bisschen Geld ist, seine Religion, für Geld, Kooperationen, wie auch immer, je nach der Situation entsprechend, da sich verkauft hat. Er ist eine verlorene Seele in meinen Augen. Ihr habt ja auch gesehen, wie das funktioniert, wie die Meinungsfreiheit unterdrücken, den Angriff auf die Demokratie starten und sozusagen da die Freiheit von den YouTubern, von YouTube Deutschland einschränken möchten. Und dann auf einmal Anwalt und Polizei schreien und so weiter. Dann sich da hinsetzen, mit einem Pädophilen sich brüsten, wo über diese Pedo069, wo er sagt, Korsak und der Typ, da ist die Kacke am Dampfen gekommen wegen Pädophilie. Natürlich ist er wegen vielen anderen Sachen angeklagt. Und dann ist es noch viel, viel schlimmer, wenn die da eine Morddrohung machen und auf die Art Twin kommt noch in den Livestream, Full Member, auf wir sind die Leute, die dich in Spanien umbringen wollen, wir arbeiten mit hier, mit korrupten Polizisten zusammen, wir beuten hier Menschen aus, wir machen hier Menschenhandel, Prostitution und so weiter, ihr wisst ja, ihr könnt selber schauen, Operation Casablanca, wegen was die nicht alles dort angeklagt sind, ekelhafte Menschen, einfach ekelhaft, okay, und ich bin nicht so Gangster oder so, dass ich irgendwelche Pädophilen schütze oder sonst was. Ich bin kein Pädophiler, ich bin kein Mörder. Das an dieser Stelle, okay, das will ich hier klarstellen. Und dann schreien die auf einmal Anwalt, Polizei oder sonst was. Okay, genauso wie die ständig sagen, Mo86 Kokain, Mo86 Kokain, nur damit, wenn mir die Polizei kommt und mir die Türe eintritt, und ich umgekehrt sage ich, Werner Frankfurt, Alkohol, warum sage ich Alkohol? Weil das nicht illegal ist, versteht ihr? Jeder weiß, dass er auf andere Sachen oft drauf ist, jeder aus dem Milieu, der nicht blind ist, der kein absolut zurückgebliebener Neandertaler ist, weiß, dass sieht das auf den ersten Blick, der Unterschied ist, ich bin kein 31er, die sollten da statt 81, 31 hinschreiben, 31% sind das, okay? Und ich weiß auch nicht, ob das der Frank Hannebutt absichtlich macht, dass er da die Kranke am Dampfen bringt. Der hat ja da die Verhandlung, denen blühen manche 13, 20, viele Jahre Haft. Und er da sozusagen alles exposen will und dann sagen will, hey, es hat ja jeder gewusst und dann da ein voll umfassendes Geständnis machen möchte. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Oder Khalil, oder warum sollten die kurz vor ihrer Verhandlung auf einmal solche Themen auf den Tisch bringen? Oder was auch immer. Und noch dazu kann ich auch gerne den 1G
Belgium da die Kommunikation zwischen uns veröffentlichen. Dann könnt ihr sehen, dass die mich verarschen wollten. Und ihr könnt ja auch sehen, dass er mir schreibt, dieser Pedro 069 ist ein Baby. Das heißt, der spielt nicht in einer Liga von Mo 86, von Ferenc Hanebut oder solchen Leuten mit. Das ist einfach ein Handlanger, ein Arschaufhalter auf Lebenszeit, wie man so schön sagt. Und auf jeden Fall muss der Masdag Stellungnahme geben. Masdag, eine Frage an dich. Warum hast du das nicht geleakt? Warum hast du die Sache nicht geleakt? Geht es dir doch nicht um Kinderschutz? Missbrauchst du dieses Thema? Ekelhafter Mensch, bist du Abschaum, Dreck von der schlimmsten Sorte. Okay? Und ich kann nur sagen, schaut euch den Altersunterschied bei Massi und Nebi an, da passt einiges nicht. Okay? Das sind einfach ekelhafte Menschen. Und dann droht er auch auf einmal mit strafrechtlichen Sachen und haut dann das raus und tut so, als würde er dafür in den Knast gehen, jetzt 10 Jahre oder keine Ahnung was. Voll lächerlich hat er sich da gemacht. Er hat ja mit Wesh da drohen wollen im Twitch-Stream. So auf die Art, hey, was passiert, wenn ich das veröffentliche, Leute? Auf die Art, hey, die gehen lange Zeit im Bau, die wissen gar nicht, wie strafbar die sich gemacht haben, wieder öffentlich da zum 31er und natürlich 81er Supporter wird zum 31er, eigentlich sehr 31er Supporter und ihr seht wieder, wo der Wind herkommt und jeder weiß auch, dass die ganzen Rapper in Deutschland einen Rücken haben, diese Rückenpolitik ist offen bekannt und was glaubt ihr, wenn man mit einer Sache viel Geld verdient, tut man auch ein bisschen reinvestieren, um da Probleme schlichten zu können, um da Meinungen verbreiten zu können und so weiter. Und das ist ein Angriff auf die Demokratie, auf die Meinungsfreiheit. Und so seht ihr auch, dass alle YouTuber, alle Rapper und so Rücken und solche Probleme haben. Und genau das ist damit gemeint. In meinem Video auf meinem Hauptkanal erkläre ich das auch sehr, sehr gut. Da müsst ihr schauen, bei meinen letzten Videos, da habe ich ein Video drin, wo ich sehr, sehr sachlich erkläre, wie alles da läuft. Und auf jeden Fall ekelhafte Menschen. Und zu Frank Hanebut kann ich nur sagen, du kannst gerne zur Polizei gehen, du kannst mich gerne anzeigen, kannst dir gerne einen Anwalt holen. Genauso wie Timo Akbulut, mit dem ich in Kontakt war, über ANG Belgium, kann ich alles einblenden, könnt ihr alles schauen. Und wie Pedro 069 auch sagt, er hat den ANG in Belgium da, wo er über ihn geredet hat und so gelöscht. Warum? Die wollten das so darstellen, als wäre ich da der Unkorrekte und die wissen, egal wie du das drehst und wendest. Ich habe extra so geschrieben, dass es mehr als eindeutig ist, dass das die linken Ratten sind und ekelhaft abscheuliche Menschen. Ihr seht ja auch, um was es geht in Palma de Mallorca, Ausbeutung auf die ekelhafteste, skrupelloseste, barbarischste Art und Weise, moderne Sklaverei nenne ich das. Und dann schreien diese Leute nach Anwalt und Polizei. Ihr seid peinlich an Ekelhaftigkeit und so wirklich nicht zu überbieten. Und ihr habt ja auch gesehen, ich war absichtlich da vor der Rennen Clubhaus. Ich will niemanden auflauern, ich will niemanden schlagen. Okay, ich bin ein vernünftiger Mensch, ich bin kein Mörder. Ich habe Charakter, ich habe Prinzipien. Und das sind nur ekelhafte, ekelhafte, ekelhafte Menschen. Mehr kann ich nicht dazu sagen, das wollte ich euch noch mitteilen. Mo 86, ich glaube, der Nostra im Laufe des Tages werde ich auf meinem Hauptkanal noch ein Video hochladen wahrscheinlich und nochmal streamen, entweder auf diesem Kanal oder auf dem Hauptkanal. Auf jeden Fall beide Channels abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr wisst Bescheid, Legende, Megende, Ferenki und Masdag, ihr seid am Ende. Versteht ihr? Legende, Megende, Masdag, du bist am Ende. Jeder weiß, dass ein Heuchler ist, ein Lügner ist. Und nur versucht seinen Arsch zu retten auf verzweifelt. Mo 86, glaube ich, der Nostra. Peace out.